Hallo, mein Name ist Dominik, ich bin 19 Jahre alt, mache die PIA-Ausbildung zum Erzieher und heute sind wir in meinem Kindergarten, in dem Tausendfüßler und ich nehme euch heute einfach mal mit in meinem Alltag. Dann kommt mal mit. Hier sind wir jetzt im Spielebereich, im Nebenraum, das ist hier die Puppenecke und ab 8 Uhr dürfen die Kinder in ihre Gruppen gehen, beziehungsweise in die Funktionsbereiche und da dürfen die einfach spielen. Wir legen sehr viel Wert auf Partizipation, deswegen dürfen die Kinder frei entscheiden, wo sie hingehen möchten, in welchen Raum, mit welchem Material sie spielen. Deswegen haben wir auch das offene Konzept. Und genau, ab 9 Uhr, also die Kinder dürfen von 8 bis 9 Uhr im Freispiel spielen und ab 9 Uhr wird dann der Morgenkreis gemacht. Da werden grundlegende Sachen wie, welcher Tag haben wir, welchen Monat, also einfach um die Kinder so einen kleinen Rhythmus da reinzubringen. Und ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Tage wir haben. Genau. Wir sind jetzt hier im Medienbereich. Hier können die Kinder sich auf die Couch legen, eine Tonibox sich anhören, einfach mal zurückziehen und ein bisschen ausruhen. Aber was mein absolutes Favorite ist, wir haben hier das Kamishibai. Hier können Märchen erzählt werden, hier können Geschichten erzählt werden. Das hat so ein kleines Kino-Feeling, da können die Kinder dann sich das anhören, wenn die Erzieherin das vorliest oder der Erzieher. Und das ist einfach eine super Sache. Hier. So, hier sind wir im Restaurant und hier frühstücken die Kinder und verbringen das Mittagessen zusammen. Und das Coole ist, dass die Kleinen und die Großen halt hier zusammen frühstücken können und dass die Kleinen halt sich das von den Großen halt abgucken können. Was noch ein wichtiger Punkt ist, sind die Fortbildungen. Wir machen Fortbildungen sowas wie Erste Hilfe für Kleinkinder oder auch für etwas größere Kinder. Also da gibt es auch nochmal kleine Unterschiede. Und was sehr, sehr wichtig ist, sind Kinderrechte. Wir haben Fortbildungen über Kinderrechte, die halt sehr, sehr wichtig sind, damit man halt auch die Kinder darüber aufklären kann, was für Rechte sie eigentlich haben. Ich habe mich zu dem Beruf erschlossen. Ich habe mal ein Praktikum gemacht, um mich nochmal zu vergewissern, okay, du kannst eigentlich relativ gut mit Kindern. Ist das wirklich das, was du machen möchtest? Und musste direkt sagen, okay, das möchte ich später als Ausbildung machen. Und da viele auch gesucht werden, weil halt ein Erziehermangel herrscht, hat man da eigentlich einen zukunftssicheren Job. Mein Tagesablauf fängt ab 8 Uhr morgens an, der geht dann bis 17 Uhr. Zwischendurch habe ich dann eine Pause, das wird dann mit den Kollegen abgesprochen und die mache ich dann halt im Personalraum mit den anderen Kollegen zusammen. Hier hat jedes Kind sein eigenes Bett und die Kinder, die schlafen, die gehen halt schlafen, die anderen Kinder gehen dann raus in die Bereiche und können da ganz normal weiterspielen. Und genau. So, hier sind wir im Wissenschaftsbereich. Das ist eine Altersgruppe von 2 bis 6. Wir haben noch unter anderem den Nestbereich, da sind die U3-Kinder. Und im Spielebereich, wo wir gerade eben drin waren, da haben wir auch die Altersgruppe von 2 bis 6. Und heute ist eine besondere Aktion. Wir haben mit den Grundschulkindern aus der Grundschule, die sind hier rübergekommen, die Erstklässler. Und unsere Vorschulkinder sind heute mal in die Schule gegangen für den Vormittag. Und ja, so sieht der Wissenschaftsbereich hier aus. Hier können die Kinder malen, basteln, experimentieren vor allem und Gesellschaftsspiele spielen. Ja, schäme, dass ich vorne bin. Hey, willkommen. Wir sind hier in der Turnhalle und das ist jetzt auch für heute der letzte Bereich. Hier können die Kinder sich auspowern, verschiedene Sachen, Motorik und weiter alles kennenlernen. Und in meiner Schule haben wir zum Beispiel das Fach Bewegung. Da lernen wir alles rund ums Kind, wie wir für die eine perfekte Bewegungslandschaft aufbauen können, wie wir die in der Bewegung fördern können. Und das ist einfach ein super Ding. Und wenn ihr kontaktfreudig seid und gut mit Kindern könnt, dann kann ich euch nur ans Herz legen, bewerbt euch hier, denn unsere Kinder sind unsere Zukunft und wir brauchen euch.